Endnight. Zugriff auf Steam. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich bin so nervös. Ich bin so fucking nervös. Ich finde nicht mal den richtigen Knopf, um die Kamera einzublenden. Hallo und herzlich willkommen bei Sons of the Forest, dem Nachfolger von Forest. Und wir erinnern uns, 5 Staffeln lang haben wir den ersten Teil gespielt. Von den Seegrund-Sitzkannibalen in der Alpha-Version bis hin zur Story, wo wir mit Tobi unseren Sohn, also nicht Tobi, sondern meinen, sondern das Söhnchen Timmy quasi nachverfolgt haben auf der Insel und dann am Schluss uns entschieden haben, in einem alternativen Ending auf der Insel zu bleiben und eine Achterbahn zu bauen, weil warum nicht? Ach, The Forest war einfach so geil. Oh, schön. Und jetzt ist der nächste Teil raus und ich scheiß mich gerade einfach vor Freude. Ich sitze hier gerade und ich bin nervös. Ich bin nervös wie ein Kind, das zu Weihnachten im Zimmer warten muss, weil der Weihnachtsmann gleich kommt. Es ist so dumm. So. Und das hier, nächstes geplantes Update? Was? So, ich schaue jetzt mal ganz über den Einstellungen rein. Das sieht alles ganz fantastisch aus. V-Sync mache ich mal an. Das für die Aufnahme perfekt. Gamma-Helligkeit. Ich glaube, ich mache Audio ein bisschen leiser, weil ich glaube, ihr hört mich kaum. Huch. Okay, warte. Das ist aber ein bisschen zu leise. Komm, ein bisschen lauter muss ich schon. Bisschen mehr Mucke muss ich schon. So. Ich mache so, ja? Okay, Profile Standard, das ist alles super. Gameplay, wir gucken mal ganz kurz rum. Grafik, individuell. Ich mache alles auf Maximum, wenn das geht. Sichtweite hoch, Ultra. Ambient Occlusion hoch, Ultra. Mal gucken, was passiert. Nebelqualität. Schattenqualität. Mach ich mal Ultra. Wolken sind hoch, hoch, hoch. Parallaxe Entfernung hoch. Billboard-Qualität. Ich mache einfach alles auf hoch. Mehr kapiere ich nicht. So, DLSS brauchen wir eigentlich nicht, aber weißt du was? Ich mach mal auf Qualität. Lass ich einfach mal drin, mal gucken, was passiert. Wir können so zwischendurch ausschalten, wir probieren ein paar Optionen durch. Mikroschatten, Kontaktschatten, chromatische Abweichung. Kann sein, wenn es ein bisschen zu ruckelig wird, mach ich wieder aus. Filmkörnung, bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht unbedingt immer ein Freund von. Bläht die Aufnahme unbedingt, unnötig hoch. Mach ich erstmal aus. Haben wir irgendwo Bewegungsunschärfe? Übersehe ich das gerade? Warte. Was haben wir denn hier? Ah ja, machen wir vielleicht auch noch an. Bewegungsunschärfe, da mache ich aus. Anwenden und wir gehen sofort rein. Ich bin so nervös. Ich drücke einfach Einzelspieler. Der Rest wird sich finden, Leute. Der Rest wird sich weiterspielen, na klar. Ich habe schon heimlich eine Woche gespielt. Neues Spiel. Individuell, schwer, friedlich und normal. Wir spielen auf normal, wie immer. Boah, Alter, die Mucke ist auch so geil. Und ich bin so geil und alles ist so geil. Oh, geil. Tippe E an, um Gegenstände aufzusammeln. Was? Lege Gegenstände durch Drücken von G ab. Also ich sammle mit E und lege mit G. Ah, okay. Das wird schon alles irgendwie. Oh, warte, ich gehe wieder raus. Bestimmt kommt jetzt ein Intro. Puff? Steht da Puff? Mordor Deutschlands. Was? Over, check, come. Edward Pufton wird vermisst seit 31 Wochen. Oh nein, der arme Edward. Das war der Vorsitzende von der Puff Corp CEO Corporation International LTD. Ey, Fischei. Fischei, bist du hässlich? Mach mal Maske runter. Zeig dich mal ein bisschen. Leute wollen mal sehen.
Habe ich Spiel installiert? Ich glaube, ich spiele mal Sons of Forest im Game. Ach so. Ach, Barbara wird auch vermisst. Barbara wird auch vermisst. Ja, Virginia wird auch vermisst. Virginia? Warte mal. Muschi Klaus hieß doch im Original Virginia. Hieß sie nicht so? Ich glaube, die hieß so. So, Sitemap, Aerial View. Okay, Leute, das ist die Insel, ja. Ich würde sagen, wir steigen beim Krankenhaus ein. Ist das die Vorgeschichte, weil die Virginia heißt? Was haben wir noch alles? Fotos, Other Data und Reference und E-Mail. Naja, mehr ist da nicht zu holen. Okay. Leute, wir gehen runter. Hab kaum noch Akku. Fight. Demons. Was war das? Oh, fuck. Ah. Kannst du mich losmachen? Diggi? Oh, fuck. Pass auf, Mann. Nein, pass auf. Oh. Junge, halt dich da drüben fest. Das war Jens. Scheiße. Ah. Okay, warte. Ich versuch's. Ja. Oh. Was haben wir denn da? Also, Sekunde, kurz mal gucken, ob die Box noch an ist. Aber nein. Was? Hallo? Oh. Survival! Ich zieh deine Haut an als Rüstung. Okay, warte. Nein, ich mach hier E. Okay. Na los, komm hoch, Junge. Hey, Calvin. Hey, hey. Geht's dir gut? Calvin, mein Junge. Oh, fuck, Calvin. Oh, nein. Siehst du mich? Okay, okay. Guck auf den Stift, guck auf den Stift. Ja, okay. Geht's wieder? Okay, Calvin, beseitige, mach Pause, bleib hier. Warte erstmal ganz kurz. Hallo, da bin ich wieder. Das ist unser Freund Calvin. Ja, wir sind gerade abgestürzt. Holerö, da sind wir auf der Insel. Und baue, hol, Stöcke. Folge mir. Ich mach mal folge mir, ja? Folge mir. Calvin, komm mal bitte mit, Calvin. Komm mal mit. Hier, wie so eine Lochkarte einfach. Okay, Calvin, wir müssen Stöcker sammeln und Steine. Ach so, warte mal, du kannst doch Stöcker sammeln, ne? Warte mal. Hol Stöcker. Hol Stöcke. Und mir geben. Okay, super. So, wir testen erstmal ein bisschen aus, ne? Wir sind ja gerade erst gelandet. Wir gucken erstmal, was der Calvin jetzt macht. Der holt jetzt Stöcke. Prima. Voll cool. Ich lass andere arbeiten.
Ich mach mal ganz kurz eben Folgendes. Ich bin's gar nicht mehr gewohnt hier. Warte mal. Ich bin gerade vor den Anzeigen hier. So, ich glaube, das ist besser, ne? Und das Spiel ist sehr laut. Warum ist das Spiel denn so laut? So, warte. Hier mal zurück, so. So ist doch besser. Oh, wir haben, guck mal, wir haben Eichhörnchen und Vögelchen und alles. Okay. Haben wir denn auch, kriegen wir eine Axt oder irgendwas? Wenn ich jetzt... Okay, das geht nicht. Kann ich den Koffer wieder öffnen? Ja, warte mal. Okay, 2 Medizin collected. Ist noch nicht ganz englisch, wie es noch nicht ganz deutsch, wie es aussieht. Da steht auch collected. Kann ich hier reinschauen? Ich öffne erstmal alles. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie Inventar funktioniert. Wir gucken uns alles ganz in Ruhe an. So, hier ein bisschen Klebeband, hier ein bisschen Stuffy Stuff. Dann da noch ein bisschen. Was man so alles dabei hatte halt, ne? So, warte. Okay. So. Haben wir das. Der Fluss scheint sehr laut zu sein. Der Rest geht eigentlich, ne? Ich glaube nur, der Fluss ist sehr laut. Okay. Zum Öffnen des Inventars drücken wir... Oh, wie cool das jetzt ist. Füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Okay. Wir müssen mal gucken, wenn wir Stöcker haben und Steine, dass wir uns vielleicht eine Axt machen oder so, wie in guten alten Zeiten. Kann ich Steine jetzt im Inventar haben? Weil offenbar haben wir... Ja, ja. Hier ist Mehl. Ja, unsere Gesundheit ist nicht so gut. Wir sollten vielleicht ein bisschen Medizin nehmen, ne? Okay, das sieht besser aus. Gesundheit ist am Risen. Die ist am Risen. Das hier können wir öffnen. Klick auf die Ausrüstung, um das Notfallpaket zu öffnen. Okay. Öffnen. Wir haben eine Axt. Okay, was haben wir denn hier? Ein Handbuch. Aha, das ist das improvisierte Survival-Handbuch. Ja, das kennen wir. Ein Zelt machen wir mit Plan und einem Stock. Naja, sieht nach 2 Stöcken aus, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht ein sehr langer Stock, den wir in 2 brechen. Ja, guck mal, ne? So, Feuerholz, einfaches Feuer. Stamm, Feuer mit Axt und dann da. Und dann machen wir Feuerholz. Seilbrücke, ich guck mal hier. Einfaches Feuer. Ästchen da. Und dann machen wir, okay, das wird alles noch... Das müssen wir alles ausprobieren. Modus wechseln. Modus wechseln. Modus wechseln. Ist das der Modus? Ich bin unsicher. Okay, Baumplattform, Lagerung, Stocklager, Felspfad, Stockpfad, können wir alles machen. Jagdunterstand, kleine Bockhütte. Den, ich würde sagen, wir machen den hier zuerst, ne? Und wir kriegen direkt das Rezept an. Oh, wie nice. Ich weiß natürlich nichts von der Insel, ich kenne mich hier nicht aus. Ich weiß auch nicht genau, ob wir hier jetzt vielleicht, oh, wie süß hier alles ist. Wäre hier ein guter Unterstand, eventuell erstmal. Aber andererseits könnten hier auch Ureinwohner vorbeikommen. Warte, wie kann ich das wegmachen? Wie kriege ich das wieder weg? Wie kriege ich das wieder weg? Escape geht nicht, rechte Maustaste geht nicht. B geht. Okay, mach ich mal B. Oh, da war ein Vögelchen wieder. Okay, ich schaue mir erstmal Sachen an, ich nehme erstmal ein paar Sachen mit und dann gucken wir mal, was wir Schönes machen. Steine würde ich gerne sammeln, aber wo ist denn eigentlich... Kelvin? 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 Oh nein! Oh, ich glaube, es regnet gleich. Oh, die Sonne hat sich vor die Wolke... Das ist ja geil! Die Sonne hat sich vor die Wolke geschoben und es wurde dann direkt etwas grauer hier. Das ist ja wie in Deutschland. Wow. So, das sind alles Steine, Steine, Steine. Ja, dann sammle ich selber erstmal Stöcke, ne? Ich guck mal ganz kurz. Eine Axt habe ich noch nicht, ne? Also, eine Axt haben wir aber noch nicht ausgerüstet, meine ich. So, okay. Dann würde ich mal ausprobieren... Wir sind wieder auf einer fremden Insel gelandet, die uns nicht gehört, also... Oh, so schön! Oh, wir spielen Sons of Forest! Oh, Leute, wir spielen... Oh, Gott, oh! Die Büsche werden direkt mitgerissen. Geil. Oh, Alter, Kelvin! Erschreck mich doch nicht so! Ich dachte gerade, er wäre der erste Ureinwohner. Hä? Ach, da.
Kelvin, wie viel? Hör mal, du sammelst jetzt schon 30 Stunden. Wie viel hast du denn jetzt? Aber ich hab doch gesagt, gib mir. Hol Stöcke und mir geben. Der hat die fallen lassen alle. Der hat die einfach alle fallen lassen. Kelvin, bitte. So, Ausrüsten deines GPS-Gerätes. Mach ich mal ganz kurz. Finde Team B 0 von 3. Okay, Team B müsste da sein, ne? Oder sind das die drei I-Punkte? Das Grüne? Wir werden das alles rausfinden. Kann ich da reinzoomen? Nee. Okay, warte. M. Okay, sehr gut. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Ich guck mal ganz kurz rein. Neue Anleitung. Handgefertigter Speer. Haben wir denn Seile oder müssen wir Seile selber aus Fasern wieder machen oder sowas? Handgefertigter Speer wäre, glaube ich, ganz gut. Was haben wir denn hier? Das sind die Leuchtfackeln. Betäubungsgewehrmunition, Batterien, Handbuch, na klar, Feldration. Da haben wir Wodkaflasche, warum auch nicht. Das Messer würde ich auch gerne mal irgendwie ausrüsten, Allzweckmesser. Aber ich würde erstmal gerne gucken, wie wir vielleicht, wir sollten uns ja Unterschlupf bauen irgendwo, ne? Wo war denn jetzt der Baum, den wir umgehauen haben? Der war hier bei den Büschen. So. Aha. Ja. Ach so. Oh, okay. E. Und dann kann ich den hinsetzen. Und dann kann ich da. Geht das? Huch! Ich bin ganz ehrlich, Kelvin ist mein Held. Kelvin ist einfach mein Held. So, das kann ich jetzt nehmen, aber kann ich daraus jetzt Feuerholz machen, wenn ich das so hinstelle? Weil normalerweise würde ich denken. Aber geht irgendwie nicht, ne? Ach, der schmeißt mir das einfach hin. Okay, das ist aber cool. Und ein Kleinstein. Okay, der steht jetzt hier einfach und wir können damit vielleicht eine kleine Mauer machen oder so. Ich kann auch den nehmen und hier hinstellen. Okay, den kann ich nicht da hinstellen. Den kann ich hier hinstellen. Wow. Theoretisch können wir daraus einen Zaun machen. Warte. Ah. Na, Kelvin? Ich mag unseren Kelvin. Der ist super. Ey, Kelvin. Kelvin, hör mal. Hör mal, du bist echt eine Spitzenkraft. Du musst aber auch mal ein bisschen Pause machen, ne? Mach mal Pause. Gucke hier. Oh, das Spinnennetz hier. Okay. Ach so, ja gut, der setzt sich direkt hier in den Wald. Na gut, Hauptsache du bist happy, Kelvin. So, das kann ich auch wieder wegnehmen und dann woanders hinstellen. Okay, nice. Also ich kann Baumstämme auch direkt wieder... Hä? Okay, das wird wild. Das wird wild. Ich habe den Baum stabilisiert. Okay, das ist krass. Oh, das wird lustig. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Ich würde erstmal losgehen mit Kelvin. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir müssen, ne? Kelvin, ich weiß, du machst gerade Pause und du hast es auch verdient. Aber komm mal bitte mit. So. Ich frage mich halt, ob der Kelvin jetzt nur taub ist oder ob der vielleicht auch, naja, sowas abbekommen hat. Weißt du, was ich meine? Ob der vielleicht jetzt, So, warte. Ich versuche mal kurz zu gucken, wie die Map funktioniert. Ich glaube, wir sind der kleine Pfeil da in der Mitte. Ich bin aber nicht sicher. Das K ist Kelvin, ne? Und ich folge mal dem Fluss. Da drüben scheint auch was zu sein. Oh, voll schön. Ich kann nicht glauben, dass wir Fallout 2 spielen, Leute. Ich kann es aber nicht glauben. Ich muss mir das zwischendurch... Natürlich spiele ich gerade ein Game, aber ich muss mir zwischendurch wieder bewusst machen, dass ich gerade Fallout 2 spiele. Es ist einfach... ist einfach wild. Ist einfach wild. Wer hätte es gedacht? Da muss auch keiner nachvollziehen können. Ich freue mich gerade einfach nur so für mich. So, la 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 la.
fast wie Weihnachten so ein bisschen. So, Kelvin, komm mal mit. Das ist der abgeschmierte Helikopter. Okay. Boah, das sieht auch so schön aus alles hier, ne? Das sieht so geil aus. Ich glaube, es ist Unity Engine. Wie gut der Wald einfach aussieht. Da sind wieder Pilze. Und die Blumen kann ich mitnehmen, ne? Nein, nicht essen! Der steckt sie einfach alles in den Mund. Ich wollte die doch nur mitnehmen. Survival! Okay. Boah, wie krass das aussieht. Wow. Wow, 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 wow. Survival. La, 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 la. So, wir nähern uns dem grün pulsierenden Ding. Ich glaube, die drei Lila-Dinger müssen wir absuchen. Das müsste unser Team sein, ne? Drei Leute sollen wir finden aus dem Team. Und wir haben drei Ausrufezeichen in Lila. Und ich glaube, die müssen wir absuchen. Aber dieses grüne Pulsieren macht mich neugierig. Immer wenn ich was Grünes sehe, was pulsiert, muss ich darauf zugehen. Was ist das? Jetzt hör doch auf, alles zu essen! Aloe Vera. Oh, wir kriegen aber Samen dadurch. Ja, dann rein in die alte Grindluke. Mmh, hab schon richtig grüne Zähne. Zwei Aloe Vera Samen collected, geil. Mmh, schmeckt mir das gut. Warum ist der denn nichts? Muss ich ihn dann füttern oder ich bin noch unsicher. Also bin ich hier der Provider für alle dann auch? Weil ich dachte, Kelvin kann vielleicht selber essen. Das ist ein erwachsener Mann normalerweise. Also, so habe ich ihn kennengelernt. Oh. Oh. Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Oh, oh. Ach so, das sind nur... Ich dachte gerade, das ist ein Flugzeug. Es sind nur Zelte. Oh, lecker, Blaubeeren. Kelvin, schnapp dir welche. Nein, nicht die roten. Doch nicht die roten. Der wird nicht lange halten. Kelvin, komm mal mit. Wo sind die blauen jetzt? Kelvin, hier, komm mal her, Kelvin. Kelvin, komm mal hier. Kelvin, hier drüben, Kelvin. Die sind doch roh. Hör mal, kann ich ihm sagen, dass er was essen soll? Nee, ne? Nimm Gegenstand. Ich habe aber nichts für dich. Schade. Wie kann ich ihm denn was geben? Mehl. Ich würde ihm gerne das Mehl geben, aber ich weiß nicht genau, wie ich ihm das anbiete. Rucksack, Gegenstände hinzufügen. Ah, wir werden noch ein bisschen was rausfinden müssen hier. Naja, die sind schon ziemlich lecker. Okay. So, Freunde, wie sieht's denn hier aus? Wir haben noch ein... Okay, die haben wir collected und ich kriege... Ach so, ich sollte vielleicht nur kurz E drücken und nicht E gedrückt halten, ne? Ich glaube, bei E gedrückt halten esse ich sofort. Und wenn ich länger drücke, dann benutze... Ja, also wenn ich kürzer drücke, dann nehme ich die. Wenn ich länger drücke, dann esse ich die sofort. So rum wird ein Schuh draus. Okay, wir probieren das mal ein bisschen aus. Huch! Ich bin ja sehr stark. Ich werfe wieder alles um. Was haben wir hier? Offenbar ein sehr empfindliches technisches Gerät. Kelvin, das Gerät ist kaputt. Was ist da wieder passiert? So, warte mal, ich probiere mal hier. Wenn ich jetzt E drücke... Jau, okay. So läuft's. Ich kann die sofort essen oder mitnehmen. Alles klar. Kann ich Kelvin denn jetzt Blaubeeren geben? Für his enjoyment. Oh, dankeschön. Ah. Kann ich... Das funktioniert. Ich habe mir gerade Blaubeeren gegeben. Das ist ja krass. Die sind echt lecker. Oh. Das funktioniert. Man kann sich selber aus dem Spiel Blaubeeren geben. Ich gehe auch gleich los und sammle Äste. Oh. Lecker. Was heute alles möglich ist. Die haben halt alles gedacht in dem Spiel. Voll geil. Entschuldigung. Sind ein bisschen überreif. Aber ich meine, klar, hier war schon lange keiner mehr.
Boah, Calvin, willst du auch welche haben? Kann ich dir, warte mal, kann ich dir welche geben? Baue, hol, nimm Gegenstand. Kann ich hier was drauflegen? Wie funktioniert das hier? Geh, schließen. Okay, wir haben hier Heidelbeeren. Wenn ich die jetzt, ich will die gar nicht essen. Okay, okay. So isst man die Heidelbeerstrauchsame. Ein Same. Hm. Das ist die Einzahl von Samen, wusstet ihr noch nicht, ne? Ein Same. Same Slimane heißt das. Was haben wir hier noch? Hand, ach, den Speer müssen wir noch machen. Wir brauchen zwei Äste, ein Seil, ein Messer haben wir. Wo kriegen wir denn ein Seil her? Ich guck mal ganz, was passiert, wenn ich jetzt hier den Busch wegmache? Dann kriegen wir Blätter. Die nehme ich mal mit hier. Man weiß ja nie. Bevor... Calvin, lauf mir bitte nicht in die Axt, ne? Das wäre echt uncool. So, da kommen jetzt Stöcker zusammen. Davon haben wir ja ein paar. Die nehme ich auch mal mit. Aloe Vera Collected. Ich muss die ja nicht essen. Calvin? Wo geht der hin? Calvin! Was macht der denn? Ach so, er trinkt. Okay, die KI ist aber cool. Ich find das cool, dass er einfach losgeht und selber was trinkt. Das ist schon nice. Aber ich mache mir natürlich ein bisschen Sorgen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Calvin auch bei einfachen Aufgaben herausgefordert ist. So. Und ich möchte natürlich nicht, dass ihm was passiert. Dem Armen. Ja? Was sind das für Blumen? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben Blätter. Und kann ich jetzt was blättern? Ich muss gleich mal gucken, was wir gleich craften können. So, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ich gehe wieder zum grünen Punkt. Da ist ja das Lager. Der Calvin weiß ja, wo wir sind. Der ist auch gleich hinter uns. Okay, super. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch noch irgendwie ein Lager für die Nacht finden, ne? Aber ich habe Angst. Ich glaube, die erste Nacht wird friedlich. Ich glaube nicht, dass wir hier sehr viel Action kriegen. Wir müssen mal gucken. Okay, lass mal kurz gucken. Wie kriegen wir Sachen in die Mitte? Wir haben Blätter irgendwo. Ich habe Blätter irgendwo gesammelt und wir haben auch Zweige irgendwo. Aber die werden hier gerade nicht angezeigt, weil... Ach du heilige Plane. Ach du heil... Was ist da? Oh Gott. Was zum Teufel ist das für ein Inventar? Um Gottes Willen. Aber wo sind denn die Äste? Sind die im Rucksack? Wir haben... Okay, Stein, Stock. Kleiner Stein. Ich verstehe es noch nicht so richtig. Entfernen. Wir müssen noch mal gucken. Ah, hier sind die Äste, hier sind die Steine, alles klar. Das Laub, ist das dann hier? Da ist das Laub, um Gottes Willen. Okay, kombinieren. Blätterrüstung. Können wir auch machen, ja. Aber ich würde gern ein... Ich würde gern ein Seil machen. Kombinieren, kombinieren. Und was fehlt noch? Ein Tuch. Aber Tuch habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das gehört nicht dazu, glaube ich. Das ist ein Stein, ne? Jetzt habe ich einen Grafikfehler. Cool. Den ignorieren wir gerade mal. Ist das... Das ist doch Tuch, oder? Das geht nicht. Okay. Dann entferne ich erstmal wieder. Wir brauchen noch ein bisschen Tuch, glaube ich. Ach, warte mal, das ist gar kein Grafikfehler. Ich glaube... Ach, das sind Sachen, die wir nicht mehr reinkombinieren können. Ah, Sachen, die wir nicht reinkombinieren können, werden jetzt durchgestrichen. Ist kein Grafikfehler, ist ein Trick des Entwicklers, damit dumme Leute wie ich jetzt nicht aus Versehen denken, oh, ich probiere mal den Wodka. Ah, das erleichtert uns das Finden von Rezepten. Ah, clever. Das ist geil. Okay, Tuch haben wir trotzdem keins. Haben wir denn hier vielleicht noch, bla, E? Warte mal, wenn ich jetzt hier einfach nur E drücke,
I. Können wir auch Steine collecten? Okay, okay, okay. Ich komme langsam in die Feinheiten der neuen Steuerung. Shiitake-Pilze, geil. Hier wächst ja offenbar alles. Kelvin. Oh, ich bin voll. Kelvin, wir machen hier unser erstes Lager. Weil ich einfach sonst nicht weiß, wo wir es machen sollen. Ich glaube, hier ist auch relativ safe, weil das hier oben in dieser Klippe ist. Also von hier aus... Ich hoffe, die kommen nicht. Oh, hey, und hier sind Blaubeeren. Die nehme ich mal mit. Und was ist denn das für das? Oh, oh. Oh, hier wächst ein Gerät. Das will ich natürlich nicht, ne? Das ist ein natürliches Vorkommen. Das wächst hier einfach so im Dschungel. Das ist normal. Okay, dann B. Und wir machen mal eben erstmal hier Zelt. Einfaches Feuer. Wo haben wir denn die? Einfaches Feuer, verstärktes Feuer. Ich glaube, ich würde auch gerne verstärktes Feuer machen. Wo war denn hier das andere Ding? Zelt? Modus wechseln heißt, ich wechsle die Hände. Ach, das ist der Modus. Unterkünfte. Ah, ich verstehe. Modus wechseln heißt hier schon für komplexere Sachen. Pflanzgefäß, Wandpflanzkasten, Fischreuse. Ah, okay. Unterkünfte. Ich mache einen Jagdunterstand, ja? 5 Stämme kriegen wir hin. Okay. Ich mach das mal. Nein, so. Einfach mal, dann testen wir mal das Bausystem gerade, ja? Für das Ding hier. So, wir brauchen. Steine haben wir. Wir müssen aber erstmal mit Stämmen anfangen. Sehe ich das richtig? Da steht ein kleines E, aber wenn ich E drücke, passiert nichts. Ich würde sagen, dann. Oh ja. Kelvin, gehst mal aus dem Weg, bitte. Vorsicht, Kelvin. Ja, L machen wir auch gleich. Das ist die Lichtquelle. Das ist unsere Lichtquelle. Wow. Ich hoffe, es blendet euch nicht zu sehr. Sag mal, kriege ich das nicht? Kriege ich den Baum nicht kaputt? Ich sollte auch von der Seite hier machen, ne? Eigentlich, oder? Warte, vielleicht so. Ach krass, man muss jetzt auch wirklich richtig drauf achten. Okay. Wenn ich andersrum mache, dann kippt ihr mir nämlich von der Schlucht darunter.